Moin und willkommen zurück zu The Witcher. Beim letzten Mal haben sich die Ereignisse förmlich überschlagen. Unser Treffen wurde von Salamandran gesprengt und danach vom Orden der Flammenrose bzw. einer kleinen Einheit von Devet. Ich glaube nicht, dass das alle Mitglieder des Ordens so gesehen hätten. Und Triss hat uns irgendwohin teleportiert, mitten in das Hauptquartier der Salamandra. Und ich fürchte, ja, wir müssen nochmal jetzt richtig einstecken. Jawohl. Besser hier als wieder auf so einem Empfang. Er hat wirklich was gegen Empfänge, der gute Geralt. Feind. Wie kommst du denn auf die Idee, Feind? Oh, aber das Gute ist, es sind nicht diese Elite-Soldaten. Werde euch töten? Nee, das glaube ich nicht. Siehste? Du hast mich angelogen. Wie konntest du nur? Oh, zum Glück waren es nicht wieder diese hundskrassen Elite-Soldaten. Und ich habe ja immer noch den Diamantstaub. Hey, da sind ja noch welche. Kümmert euch das nicht? Also ich möchte nur mal so anmerken. Nimm das. Ich reiß euch die Eingeweide. Werde euch töten. Ja, sicher. Die lügen mich alle an. Die sind alle voll unfair zu mir. Du hast nichts. Gut, habe ich auch verstanden. Nö. Ach, ich muss die auch nicht alle looten, ganz ehrlich. Ein Beutel. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Und wie habe ich das gewusst? So, was Neues? Nö. Wo geht's weiter? Da. Korridor. Ich frage mich, wo ich am Ende hier rauskomme. Vor allem, wo ist denn Yevin gelandet? Na, ich hoffe, dem hat es nicht die Beine zerfetzt. Ach, da ist er ja. Na, was für ein Zufall. Der hat bestimmt was zu sagen. Gwynblade, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Yevin, ihr seid also auch angekommen. Macht das Tor auf und lasst meine Einheit hinein. Wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Aber vorher hat sie Al'Surs Schild auf euch gewirkt. Al'Surs Schild? Ein mächtiger Zauber. Aus dem Buch, das ihr im Sumpf gefunden habt. Seltsam. Ich erinnere mich nicht, ihr das gegeben zu haben. Hexer, meine Waffenbrüder warten. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Irgendeine Idee? Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal, das meinesgleichen vor Jahren schufen. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. Zum Glück gibt es hier einen, rechte Hand. Allerdings durch Magie geschützt. Alles klar. Was ist jetzt los? Ich habe das Gefühl, mir schmiert gleich das Spiel ab. Ich habe den Machtstein und kann jetzt das Portal aktivieren. Okay. Oh Gott, Kommandeur der Salamandra. Da hinten ist irgendeine Machtbarriere. Das sieht ganz, 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 ganz schlimm aus. Ich fühle mich irgendwie trotzdem überhaupt nicht gewappnet. Oh Gott, da hinten ist ja eine ganze Armee von Salamandra. Die stehen ja alle da vorne. Oh mein Gott. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott. Das ist ja fürchterlich. Ich komme mir so alleine vor.
Jetzt wird's richtig krass. Soll ich erstmal den da verknüpfen? Ja, ich glaube schon. Gut, der ist schon mal weg. Das ist schon mal wichtig. So, während die sich da prügeln, was haben wir denn hier alles? Was hat der? Okay. Stein der Macht. Meins. Prohibita, Liste verbotener Artefakte Ars Magica. Alvarus Portal, benannt nach seinem Entdecker inmitten der Elfenruinen unter Visima, eines der wenigen stabilen Portale, auseinandergenommen und verborgen, als die Magier durch König Foltest aus Visima verbannt wurden. Siehe Tanet Insel Zwischenfall. Man vermutet, dass das Portal durch einen Stein der Macht aktiviert wird, ist ja schön. Kreis der geschwundenen Magie. Was bringt das? Irrenverstärkung? Irrenverstärkung. Hilft mir aber nichts. So, Yevin. Willst du nicht ein bisschen mitmischen? Oh, Kiste. Oh! Okay, ich staub mal kurz ab, ne? Ha, Rune der Sonne. Geralt, komm. Lass das Schwert draußen. Sag mal, macht ihr auch was? Kriegt ihr auch irgendwas hin? Ah! Wir müssen uns die Magier auf jeden Fall vorknüpfen. Hey, wir haben sie erledigt. Das ist ja Wahnsinn. Boah. Das ist Alt ganz schön überfordert. Da hinten Professor und Asajavit, sie sind auch da. Sie sind alle da. Alles, was beim Feind Rang und Namen hat. Sind zwar nur zwei Leute, aber egal. So, ich loot mal hier ein bisschen. Ich staub jetzt mal ab. Wenn es überhaupt was abzustauben gibt. Nee, komm, das ist doch alles nicht der Rede wert hier. Außer die Magier vielleicht. Was? Wo kommen denn die her? Scheiße, Elite-Soldaten. Arschloch, komm her, du blödes Miststück. So. Oh Gott, da kommen ja immer mehr. Ich schlitze euch auf, haariger Affe. So, und jetzt geht's weiter. Mit der Verstärkung. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt ein Endlos-Spawn ist. Oder was das genau jetzt hier werden soll, wie lange der Kampf noch gehen soll. Was für eine Schlacht! So, Hauptsache diese Schwertmeister gehen drauf, weil die sind richtig übel. So, jetzt wird es Zeit, sich die Elite vorzuknüpfen. Wir alle kennen die Situation.
So. Oh shit. Ah ne, doch nicht. So. Alle rücken vor. Und da hinten kommt schon die nächsten Salamandra. Jetzt reicht's aber. Weißer Wolf, wir haben euch erwartet. Ich sehe, wir sind alle hier. Gut. Bringen wir es zu Ende. Ich habe euch im Sumpf unterschätzt, aber diesmal überrascht ihr mich nicht. Ihr verfolgt euer Ziel um jeden Preis. Die Elfen, die ihr hierher gebracht habt, sind des Todes. Da bin ich anderer Meinung. Das Elfenvolk ist zum Aussterben verurteilt. Wir Menschen beschleunigen das Unvermeidliche nur. Zeigt Weisheit und ihr werdet den großen Plan zu sehen bekommen. Und wenn ich mich weigere? Wird sich auch nichts ändern, außer dass es dann eben einen Hexer weniger gibt. Der große Plan sieht alle Möglichkeiten voraus. Schließt euch uns an oder steht uns wenigstens nicht im Weg. Spuckt es aus. Ihr kämpft im Namen vager Prinzipien für eine Sache. Ihr irrt durch ein Labyrinth von Ränken, die andere schmieden. Ihr kennt den großen Plan nicht. Das Land wird von einem degenerierten Monarchen regiert, der viele Jahre lang zuließ, dass seine monströse Tochter Bürger ermordete. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges zu, dass Nilfgaard benachbarte, verbündete Reiche plünderte und brandschatzte. Kommt zum Schluss. Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen? Ihr wisst nicht, was diese Nutten alles getan haben, um Einfluss auf die Nachkriegsabkommen zu nehmen. Die Umsiedlungen, Deportationen, die offene Frage der Skoyatell und anderes. Und eure brillante Schlussfolgerung? Die Salamandra sind nicht böse. Nicht böser als all jene, die gewillt sind, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Toll, jetzt darf ich mich auch noch auf einen Dialog mit dem einlassen. Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Yavet? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat. Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Die Zukunft? Evolution oder Schicksal? Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Lieber kämpfe ich gegen einen Albtraum und sei es hoffnungslos. Diesmal überrascht ihr mich nicht. Und jetzt sterbt! Wie? Alturs Schild! Professor, kümmert euch um ihn! Ich habe keine Gegenzauber! Yavet unterlag im Sumpf. Er hätte mich leicht vernichten und mit dem Buch entkommen können. Doch er verlor es und floh. Alsurs Schild hat bestens funktioniert. Yavet floh und ließ den Professor zurück. Nächstes Mal lasse ich ihn nicht entkommen. Geralt, seid ihr wohl auf? Yevin, was ist passiert? Ihr habt einen mächtigen Hieb abbekommen. Der Spruch der Zauberin muss euch beschützt haben. Alsurs Schild. Der Professor ist entkommen und diese Barriere versperrt uns den Weg. Überlasst das mir. Es ist immer noch nicht vorbei. Das gibt es nicht. Ihr habt mir gute Dienste geleistet, Leute. Mal gucken, ob wir uns wiedersehen. Ich bin ein Glühbirnchen, ich bin eine Energiesparbirne. Ich sehe gar nichts. Oh nein, auch noch Kikimoran, willst du mich verarschen? Und wer ist da vorne? Da vorne sind irgendwelche Menschen. Da vorne ist irgendein Typ. Oh, der Professor ist das. Tun die mir nix? Wieso tun die mir nix? Und da vorne ist der Professor. Und so leid mir das tut, ich muss trotzdem nochmal eine Unterbrechung machen, weil
Ich weiß noch nicht, wie genau ich das hinkriegen werde. Ihr werdet das Resultat ja sehen. Mir ist zwischendurch mitten im Kampf mit den Salamandra vorhin das Spiel abgeschmiert und ich durfte das nochmal machen. Und ich speichere jetzt einfach, damit mir das einfach nicht nochmal passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn es gegen den Professor geht. Bis zum nächsten Mal.